dass ich jeden Tag draußen sein kann, immer in der frischen Luft bin, dass ich auch mal neue Leute kennenlerne und einfach dieses Körperliche. Ich brauche einfach dieses Körperliche abends, damit ich überhaupt noch einschlafen kann. Das macht mir eigentlich tatsächlich so am meisten Spaß an diesem Beruf. Für mich ist das schon extrem wichtig, dass ich gut bezahlt werde, denn die Arbeit, die ich hier leiste, das ist echt ein Knochenjob und das kann auch nicht jeder, sage ich jetzt mal so. Meine Firma zahlt natürlich auch den Tariflohn, was ich mega gut auch finde. Man sollte sich auf jeden Fall nicht unter Wert verkaufen. Das Geld, was man kriegen kann, das sollte man natürlich auch schon mitnehmen. Zum 1. April haben wir jetzt unsere Lohnerhöhung bekommen und wir kriegen noch eine Einmalzahlung jetzt im Mai. Ich freue mich auf jeden Fall darüber. Denn zurzeit wird alles teurer, ob Benzin oder im Einkaufsladen. Es war auf jeden Fall mal schon ein Riesenerfolg, auch für die Gewerkschaft. Man sollte gerade jetzt in die Gewerkschaft eintreten. Viele Bauleute in Deutschland kriegen zum Beispiel die Einmalzahlung nicht oder die Lohnerhöhung jetzt nicht, weil sie nicht in der Gewerkschaft drin sind. Das ist auf jeden Fall ein Beruf mit Zukunft. Egal was passiert, Straßen werden immer gebaut. Straßen retten ja irgendwo auf ein Leben. Darauf fährt ja die Polizei, Krankenwagen etc. Und darauf kann man stolz sein.